flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück bei den Viehchroniken. Wir haben letztes Mal ja das Schmuddelheftchen erbeutet. Ach, wir müssen es uns einfach nochmal angucken. Gnomes gone wild. Erdwichtel zeigen alles. Und noch ein paar andere Heftchen. Eine genauere Beschreibung spare ich mir. Gnomes gone wild. Oh ja. Ich bin sicher, der Maschinist möchte diese Heftchen zurückhaben. Erstmal gucken wir aber, was wir damit anstellen können. Eigentlich sollten wir jetzt direkt reingehen können. Er hat ja nichts mehr zum Verstecken. Und er macht da an der Kaffeemaschine rum. Zack, da ist Nate auch schon drin. Das ist schön. Hebel. Oh, da hat er sich beschwert, richtig? Was fällt dir ein, elender Praktikant? Ich wollte nicht. Du fasst hier nichts an! Verstanden? Entschuldigung. Danke, dass du mich nochmal daran erinnerst, warum ich dich loswerden möchte. Wir hatten hier das Rohr, das sich durchs ganze Schiff zieht, wo aber die Einstiegsluke, glaube ich, für uns zu klein war. Und wir haben hier ein Torpedorohr. Ein ziemlich gewaltiges Torpedorohr. Kaliber 3000, schätze ich. Können wir das öffnen, sag mal? Ein ziemlich gewaltiges Torpedorohr. Kaliber 3000, schätze ich. Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der Heftchen ankreiden, würde das bestimmt eine bürokratische Lawine auslösen. Ja, und ich weiß nicht, ob... Mit Formularen, Berichten, Anhörungen. Vielleicht kann ich das alles irgendwie verkürzen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Munkus sich dafür interessiert, wenn seine schwarze Armee sich mit Gnomes Gone Wild und freizügigen Erdwichteln bei Laune hält. Kann ich ihm das Ding dann zurückgeben, um ihn zu bestechen, dass er netter ist? Ich meine, wir befinden uns bei der schwarzen Armee. Die unter Druck zu setzen und zu erpressen, müsste doch eigentlich die Standardvorgehensweise sein, oder? Es war nicht einfach, die Heftchen zu finden. Wenn ich sie ihm zurückgebe, sucht er sich nur ein neues Versteck. Okay, das macht natürlich Sinn. Aber ich muss irgendwie an die Kaffeemaschine. Mein Tipp ist, dass es noch eine Weile dauern wird, bis er endlich seinen Kaffee hat. Mir stellt sich nicht gerade geschickt an. Ein ziemlich gewaltiger... Na gut, kann ich sie hier irgendwo ins Rohr rein? Das Rohr scheint durchs ganze Schiff zu führen. Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist. Doch es sieht aus, als sei es leer. Wollen wir doch mal gucken, ob wir das... Da kann ich es nicht mit benutzen. Ihm zurückgeben kann ich nicht mit dem Kaffeeautomat. Wirf die Schmuddelheftchen ins Rohr. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Ich hatte ja gehofft, dass man es aufmachen kann, aber wenn es natürlich auch so geht, kein Problem. In Ordnung, ich werfe sie so weit nach hinten, wie es geht. Supi. Jetzt müssen wir ihn nur noch dazu bringen, dass er sie sucht und dann können wir ihn vielleicht hier... Ich habe ja erst gedacht, das Torpedorohr wäre vielleicht das, wie wir das Vieh hier reinbekommen. Aber andererseits natürlich, die Torpedos sind unterirdisch. Aber vielleicht müssen wir gleich hier an dem Hebel ziehen, weil er die Torpedos losschickt. Mal schauen. Jetzt können wir mit dem Maschinisten sprechen. Dann gucken wir doch mal, was er zu sagen hat. Entschuldigung. Hi. Was ist denn? Da liegen so Hefte im Torpedorohr. Ich kann nicht genau erkennen, was das für welche sind, aber die gehören da doch bestimmt nicht rein, oder? Irgendwas mit Gnomen. Hefte? Ja, ja, Gnomen. Soll ich reinklettern und sie rausholen? Nein, das mache ich selber. Wegtreten! Okay. Mach bloß nicht die Klappe zu! Was? Klappe zu? Die Klappe zu machen? Von mir aus. Ah, ich mag es. Nein! Und bloß nicht den Knopf. Diesen Knopf? Tschüss. Hättest deine Praktikanten halt anständig bezahlen sollen. Ich finde das gerade so herrlich, dass Nate im Grunde dieselbe wunderbare Idee hatte wie ich, genau das Gegenteil von dem zu tun, was er sagte. So, jetzt, nimm den Becher mit Kaffee. Das ist schön. Kein Problem. Okay. Eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Da sagst du was noch dazu? Eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Okay, du sagst weiter nicht. Oh, jetzt kann ich ja auch die Hebel benutzen. Ich will sie benutzen. Bitte, bitte benutze die Hebel. Was machen die? Ah, es geht nach oben. Da, schau an. Die Klappe geht auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit dem Kaffee, mit dem bitteren, bitteren, bösen Kaffee, das arme kleine Vieh auftauen. Ich hoffe, das wird davon nicht hyperaktiv. Also ein hyperaktives Vieh wäre echt so viel des Guten. Na, du Viech, du? Hier ist immer noch so kalt, hm?
Hier, Kaffee für dich. Taue das Vieh auf, da steht's auch schon. Das wird dir gut tun. Alles klar? Wieder einsatzbereit? In Ordnung. Wie geht's weiter? Und jetzt haben wir sicher auch... Ja, jetzt können wir wieder wechseln. Denn dadurch, dass das Vieh eben ganz eingefroren war, konnten wir ja nicht zwischen den beiden hin und her wechseln. Betrachte die Luke. Hinter der Luke ist ein Rohr, das in den Maschinenraum führt. Aber die Luke ist für mich deutlich zu eng. Ich bevorzuge den normalen Weg. Perfekt. Dann geht Nate jetzt einmal runter in den Maschinenraum und wir holen uns das Vieh gleich über diese Luke dazu. Aber wenn es nicht das Rohr ist, was hier durchverläuft, dann schicken wir da das Vieh gleich durch. Denn Nate sagte ja schon, dass ihm das ganze Ding zu klein ist. Also zu eng. Aber für das Vieh müsste das dann eigentlich passen. Nicht nur ist das Vieh kleiner, wir wissen ja auch, Viecher können sich sehr schlank machen. Hinein da mit dir, mein Freund. Yay, Körper. Wo kommt er raus? Oh. Da bist du ja. Beeilung, hier rein. Das Rohr führt dich zum Herzen. Hoffe ich zumindest. Das hier? Ja, wunderbar. Ich denke Munkus ab, du holst das Herz und dann treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Ich soll Munkus ablenken? Oh, oh. Hallo. Munkus. Nun, was gibt es? Etwas Schreckliches ist passiert. So, was denn? Der Maschinist ist verschwunden, das Schiff sinkt, Einbrecher versuchen, das Herz zu stehlen. Das sage ich hier besser nicht, nachher nimmt er das Ding an sich und wir wollen ihn ja nicht drauf aufhören. Das Schiff sinkt ist doch eine schöne Ablenkung. Ich meine, dann erklärt Munkus uns vielleicht erstmal, was ein U-Boot ist. Das Schiff sinkt. Darauf werde ich nicht einmal antworten. Nein, nein, bleib drin, Vieh. Oh, Vieh. Sonst noch was? Oh ja. Ja, klar, Maschinist ist verschwunden, das stimmt sogar. Der Maschinist ist verschwunden. Das ist bedauerlich. Ich werde ihm meine fliegenden Affen hinterher schicken. War es das? Nein, es ist noch etwas viel Schlimmeres passiert. Und zwar? Ernsthaft, muss ich ihm das jetzt sagen? Aber das Vieh hat das doch... Die Viecher haben einen unglaublich klugen und auch sehr attraktiven Einbrecher engagiert, um den Kristall zu stehlen. Ich dachte, sie hätten dich engagiert. Außerdem wussten wir das bereits. Das... Also, raus mit der Sprache. Was ist passiert? Ich glaube, so wichtig ist es doch nicht. Vielleicht mache ich auf dich den Eindruck, ich sei nicht ausgelastet und würde gerne ein Schwätzchen mit dir halten? Nein. Vielleicht glaubst du, ich wäre hier, um neue, tolle Freunde zu finden, mit denen ich mich auch mal über völlig unwichtige Dinge unterhalten kann? Ich glaube, ich gehe lieber. Ich glaube, ich lasse dich mit der Kanone abschießen, wenn du noch einmal meine Zeit vergeudest. Okay. Wird nicht wieder vorkommen. Das Vieh hat das Herz. Wenn es nach mir geht, werden wir uns niemals wiedersehen, du alte Kaulquappe. Das ist eine Beleidigung für alle Kaulquappen, mein lieber Nate. Schnell raus hier, bevor das... Das hat doch alles wunderbar geklappt. Ich muss mir nur noch das Herz vom Vieh holen und dann so schnell wie möglich von hier verschwinden. Oder du bist ein netter Mensch und lässt alles in Ruhe. Geh da hoch. Na, das hat doch alles wunderbar geklappt. Warum kletterst du denn jetzt da nicht hoch? Ach so, ich muss vermutlich in den Maschinenraum. Vieh, hast du den Kristall? Ich will nicht. Her damit. Okay, wir haben jetzt den Vieh... Tut mir leid, Kleiner. Ich muss das tun. Nein, musst du nicht. Ich, halt die Ohren steif. Was tust du da, Nate? Mach nichts Dummes. Komm schon, Nate. Denk einfach an das viele Gold. Nein. Denk an die Freiheit und Sicherheit, die es bedeutet. Nein. Der kleine Kerl kommt schon alleine klar. Nein. Und außerdem, er würde für dich auch nicht sein Leben riskieren. Doch. Würde er. Nate? Oh, hey, Leila. Wie schön. Du Herz? Ja. Also nein. Hinter dir ein dreiköpfiger Pinguin. Ich möchte das Nate... Ich würde eigentlich sehr gerne wissen, was sie darauf sagt. Hinter dir ein dreiköpfiger Pinguin. Andererseits möchte ich, dass Nate ein guter Mensch ist und sich charakterlich weiterentwickelt. Und deswegen sagen wir ja.
Ja, also schon. Aber sag mal, ist der Kristall nicht viel zu groß für euch? Vielleicht könnten wir ihn teilen. Ich meine, ich hatte ja auch Kosten und also, naja. Nate Dieb? Ich bin kein Dieb. Du musst das doch auch mal aus meiner Sicht sehen. Da könnte was dran sein. Ich möchte immer noch, dass Nate nett ist. Ich bin kein Dieb. Es ist ja nicht so, dass ich euch nicht gerne helfen würde. Es ist nur, ich könnte endlich neu anfangen und den ganzen Mist, der mir ständig passiert, hinter mir lassen. Und wir? Du alle im Stich lassen? Vater sterben? Baby keine Spielgefährten? Du wärst schuld. Ja. Du musst das doch... Ja. Kann ich ihr das Ding nicht einfach geben? Und vorher das Vieh retten? Weißt du, was der Kristall für mich bedeutet? Reichtum, Sicherheit, ein sorgenfreies Leben. Ja, aber allein. Gekaufte Freunde. Gekauftes Glück. Solange Gold da ist. Damit kann ich leben. Ich meine, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich mir diese Chance entgehen ließe? Ein guter. Ein besserer. Genau. Layla ist mir sehr sympathisch. Sie ist sehr nett und sie hat sehr viel Verständnis dafür. Immerhin hätte sie jetzt auch schon längst sagen können... Ich weiß nicht, dass sie Nate angreift oder... irgendwas anderes machen können. Ich... Ja? Aber ich hätte doch auch einmal ein wenig Glück verdient. Och, Nate. Ich... Na los, befreien wir das Vieh und gehen dann zu eurem Anführer. Yay! Gute Entscheidung. Ich bin stolz auf dich. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Hast du schon mal jemanden so Selbstloses wie mich? Es ist so lächerlich, dass ich das wählen muss. Ich bin sowas von selbstlos. Bist du nicht? Und bescheiden. Da sprechen wir nochmal drüber, wenn wir uns über den Finderlohn für den Kristall unterhalten. Und komm hier nicht mit, unser Dank ist Bezahlung genug, ja? Sie haben dein Schiff repariert. Komplett. Wie, da bist du ja. Helden, beide. Oh. Idiot, einer. Mitkommen. Ich? Ich darf mit in euer Heiligtum? Held? Freund. Oh, Layla. Ist sie nicht lieb? Oh, sie ist so süß. Wow. Das ist keine Gnomentechnologie. Das ist... Was ist das? Was hat der Mensch hier zu suchen? Ihr Freund. Der Mensch hat euch das hier besorgt. Yay. Das Herz. Und dafür gebührt mir der größte Orden, den ihr Bettvorleger zu vergeben habt. Oder noch besser, ein paar Kisten Gold. Damit habe ich mir an einem Tag Masas und Munkus zu Erzfeinden gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich muss weg hier. Je früher, desto besser. Was ist das? Was? Ein Portschlüssel! Alarm! Nein! Eindringlinge! Zu spät! Wie es scheint, ist mein Plan aufgegangen. Ein Gauner, der den Helden spielen wollte. Du bist zu durchschaubar, Nate Bonnet. Danke für deine Hilfe, Nate. Nein. Kröte. Sie dachten, du würdest ihnen endlich ihr Herz zurückbringen. Dabei brachtest du ihnen den Untergang. Weißt du, was ein Portschlüssel ist? Es ist ein Portal, das einen Ort mit einem anderen verbindet. Mein U-Boot... mit diesem Heiligtum zum Beispiel. Treibt die Viecher zusammen und sperrt sie ein! Nein! Unsere beiden Helden bringt ihr aufs U-Boot. Ich will nicht, dass sie hier herumlungern. Und wir beide, wir unterhalten uns nun einmal über eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Oh nein, das wollte ich nicht. Beginn Kapitel 4. Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Aber Munkus ist so eine Kröte. Oh Mann. Da will Nate einmal das Richtige tun. Endlich. Na los, rein ins Boot! Stopp! Das haarige Ding könnt ihr haben. Der haarige Mensch kommt mit mir. Verschwinde, Ork! Er ist gefangen an des hochwohlgeborenen Munkus vom Schwarzen Turm. Er kommt mit mir und wird bezahlen.
Also eigentlich bin ich Gefangener vom Dings vom Schwarzen Turm. Sofort runter vom U-Boot, sonst... Jungs, ihr solltet nicht... Oh, Sassy ist sauer. Hi, Sassy. Vieh? Was? Au, au, Zeitlupe. Klar, verstehe. Verstehe, Zeitlupe. Alles in... Ah, oh, schön. Aua. Okay, darf ich mich wieder... Und jetzt... Ah! Okay. Schnell, zu Mary. Das ist unsere einzige Chance. Keine Bewegung im Namen von... Ah! Lauf, Nate. Lauf. Renn, als würde es um dein Leben gehen. Denn es geht um dein Leben. Das war knapp. Wo ist sie? Ich kann sie nicht sehen. Ach, Kopf hoch. Ihr wird schon nichts passieren. Ach, komm schon. Es war nicht unsere Schuld. Woher hätten wir wissen sollen, dass Munkus den Kristall verhext hat? Euer Chef wollte das Herz. Wir haben es ihm geliefert. Wir haben das Richtige getan. Und damit eine ganze Sippe ins Unglück gestürzt. Tut mir ja auch leid, aber was sollen wir denn tun? Sollen wir uns auf einen Kampf mit einer Ork-Kopfgeldjägerin und einem Hexenmeister einlassen? Ja. Oh, viel. Man bräuchte schon eine Armee, oder... Oder eine magische Waffe. Oh Gott, an was denkst du? Man kann Hexenmeistern mit normalen Waffen nichts anhaben, aber eine mächtige magische Waffe hilft sowohl gegen Hexer als auch übermotivierte Kopfgeldjägerinnen. Wir könnten nach Seefels fliegen und dort mit dem Erzmagier sprechen. Wenn Mutrogas Sohn an der Sache beteiligt ist, könnte er Interesse daran haben, uns zu helfen. Vielleicht hat er ein Schwert des garantierten Sieges plus 3 oder sowas. Ich glaube, das ist unsere beste Chance. Versuchen wir es. Der Erzmagier. Wette, Sassy hängt irgendwo am Schiff. Die hat sich doch bestimmt... Langsam habe ich es richtig raus, wie man dich steuert. Wir haben Glück mit den Winden. Wir haben Glück mit dem Kapitän. Wollten wir nicht nach Seefels? Ja. Alles kein Problem. Ich drehe hier dran und schon, Vorsicht, die Berge! Nach Steuerbord beidrehen! Steuerbord, habe ich gesagt! Du weißt, dass ich mich mit diesem nautischen Kram nicht auskenne. Also schön, dann jetzt nach links. Oje. Ich bin gespannt, ob wir in Seefeld landen. Später. Viel später. Ah, Seefeld. Ich war nicht mehr hier seit... Naja, seit sie mich rausgeworfen haben. Der Turm des Erzmagiers. Und das da ist der berühmte Magierturm von Seefeld. Irgendwo dort oben hat der Erzmagier sein Büro. Er wird uns helfen. Na komm. Da waren wir im ersten Teil schon. Yay! Natürlich ist Sassy da. War klar. Wo steckt ihr? Ich hasse Magier. Aber. Nenn mich altmodisch, aber ich mag meine Rätsel logisch, meine Perspektive korrekt und meine Bilder stumm. Und du bist... Mordred Michael Mechthild Alastair, Erzmagier von Seefels, Behüter der... Der Erzmagier ist nur ein Bild? Natürlich nicht. Ich bin nur ein Porträt des Erzmagiers. Alles klar. Daran erinnere ich mich nicht. Das gab es im ersten Teil nicht, dass da ein Porträt von ihm hing, glaube ich. Ist die Idee mit den sprechenden Gemälden nicht ziemlich geklaut? Nein, gar nicht. Ich muss den Erzmagier sprechen. Aber fragen wir erstmal, ob die Idee nicht geklaut ist. Insbesondere, weil es ein Erzmagier, also ein sehr mächtiger Magier ist. Naja. Lebendige Gemälde in einem Magierturm? Ich weiß nicht. Was willst du damit andeuten? Kann es sein, dass ich davon schon einmal in einem Buch gelesen habe? Und wenn schon? Die Idee ist geklaut. Wir waren als Erste da. Ah. Schon klar.
Ah, ist schön. Wir suchen einen wirksamen Schutz gegen Flüche. Und ich muss mit den... Wir gehen erstmal alles andere durch, bis wir dann fragen, wo der Erzmagier selbst steckt. Mein kleiner Kumpel und ich wollen uns schützen. Gut für euch. Vor Flüchen. Und warum belästigst du mich damit? Ich bin ein Gemälde. Vom Erzmagier. Und das soll was bedeuten? Meinst du, wenn ich ein Gemälde von einem Wal wäre, könnte ich mit Fischen sprechen? Ja. Wale sind keine Fische. Ich stelle den Erzmagier nur dar. Ich bin so etwas wie ein Schauspieler aus Ölfarbe. Aber trotzdem würde ich davon ausgehen, dass ein Gemälde eines Wals mit Fischen sprechen kann, einfach nur, weil sie sich denselben Lebensraum teilen. Und immerhin die meisten Wale keine Fische fressen, sondern sich von Krill ernähren. Aber okay, ich muss den Erzmagier sprechen. Sofort bitte. Wo ist der Erzmagier? Ich muss ihn sprechen. Er wird erst morgen zurück erwartet. Er überwacht als externer Beobachter die Walpurgisnachtfeiern am Buchsberg. Ah, ja. Letztes Jahr gab es fürchterliche Ausschreitungen. Einige Vampire haben ihren gebissen und sind dann betrunken auf die Hexen los. Ich kann nicht bis morgen warten. Ich darf wohl nicht hinauf ins Büro des Erzmagiers und mir etwas von ihm ausleihen? Wohl nicht. Aber wer hindert mich daran, du bist nur ein Gemälde? Oh. Wer hindert mich daran, einfach hoch ins Büro des Erzmagiers zu gehen? Gute Frage. Mal angenommen, ich spaziere einfach hoch ins Büro des Erzmagiers und schaue mich da mal um. Wer wollte mich davon abhalten? Du? Der Turm. Das Unmöglichkeitssicherheitssystem ist aktiviert. Es wird dich eher in den Wahnsinn treiben, als dass du einen Fuß ins Büro des Erzmagiers setzt. Was erwartet mich? Nie gesehene Gefahren und unglaubliche Phänomene. Täuschungen, Magie und Wahnsinn. Also gut, ein Mensch und ein Vieh, bitte. Ich muss weiter. Lass dich nicht hängen. Ich habe schon jeden Bilderwitz gehört. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen da nach oben. Auf jeden Fall. Können wir auf den Platz? Am besten sehe ich mich hier erst einmal weiter um. Irgendwie muss ich hinauf in den Turm kommen. Okay. Schade, ich wollte mich erst unten wieder umgucken. Wir haben leider auch nichts mehr im Inventar. Ich hätte mir so gerne das Herz, schrägstrich den Portalschlüssel näher angeschaut. Aber guck mal, ein Portschlüssel, ein Portalschlüssel. Jetzt haben wir hier sprechende Bilder. Ich weiß leider wirklich nicht, was zuerst kam. Harry Potter oder Viehchroniken? Ich bin mir da nicht sicher. Und gab es im ersten Teil schon einen Portschlüssel? Jedenfalls soll das ganz sicher eine Anspielung auf Harry Potter gewesen sein. Ich habe meine Anspielung gefunden. Tja, dort oben könnte es weitergehen. Die Treppe scheint der einzige Weg von hier unten dort hinauf zu sein. Ich will da eigentlich nicht hochgehen. Also nicht über diese Treppe. Vor allem nicht, ohne dass ich mir das Tischchen, ohne dass ich mich hier unten umgesehen habe. Ein kleines, hohes Tischchen. Ja. Vielleicht sollte darauf etwas stehen, das der Maler abmalen wollte. Vermutlich. Ah, da haben wir Lappen. Ein alter, farbverschmierter Lappen, der sich langsam in seine Bestandteile auflöst. Und wir können ihn nehmen, das ist sehr schön. Da hängt ein einzelner Faden raus, der muss reichen. Wieso? Warum reicht dir der Faden? Betrachte den Tisch mit dem Metallstück. Fangen wir damit an. Ein Tisch mit einem seltsam verwinkelten Metallstück darauf. Der Tisch lässt sich drehen. Hier oben in der Tischplatte sind zwei Vertiefungen. Sieht aus, als fehlt hier etwas. Das heißt, wir müssen hier sicher irgendwas dran machen und dann den Tisch drehen? Ein reißfester Faden, etwa 2¼ Seefelsellen lang. Ich wollte mich damit anfangen, eben bevor wir nachher ganz viele Sachen im Inventar haben und die uns womöglich unser Tischchen überlappen. Okay, wir haben hier noch eine Staffelei, die Farbe. Eine Staffelei, eine Farbpalette. Gäbe es noch eine Leinwand und ein paar Pinsel, würde ich vermuten, dass hier etwas gemalt wurde. Ja, vielleicht wurde es ja schon gemalt und danach weggetan. Eine Staffelei ohne Leinwand. Gibt es etwas Unnützeres? Staub? Eine Staffelei... Okay. Dann die Farben. Ich gucke mir alles immer gerne mehrfach an, denn ihr seht ja, er wechselt gerne mal den Kommentar. Moment, deswegen auch nochmal den Balkon. Tja,
Dort oben könnte es weitergehen. Die Treppe scheint der einzige Weg von hier unten dort hinauf zu sein. Das kannten wir aber schon. Tja, dort... Na gut, dann halt nicht. Tischchen? Ein kleines, hohes Tischchen. Ja. Ein kleines... Das kennen wir auch schon. Dann die Farben jetzt. Eine Palette mit Farben. Vermutlich magisch. Magische Farben. Die können wir mitnehmen. Oh ja, bitte. Ich lasse die Farben lieber da. Magische Flecken bekommt man nur ganz schwer aus der Kleidung. Warum? Warte, Sophie nimmt sie bestimmt mit, oder? Klar, geh erstmal zum Kamin. Hey, Fi, kannst du die Farben mitnehmen? Warum nicht? Okay. Den Balkon? Ja, sehe ich auch so. Ich muss jetzt immer dran denken, wir haben ja beide Charaktere, das heißt, wir können uns beider bedienen. Eigentlich würde ich zuerst gerne mit Nate die Sachen untersuchen, einfach nur, weil ich ihn verstehe. Andererseits ist natürlich der Witz weg, wenn wir dann Sachen schon eingesammelt haben und das Vieh sie nicht mehr betrachten kann. Schauen wir doch mal. Was bist du denn für ein Ding? Okay. Oh, wir können mit dem Porträt reden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Hi. Entzückend. Ein sprechender Fellhaufen. Vieh. Hm? Das ist doch eine Sprache. Oder gibst du nur irgendwelche Laute von dir? Ja, ich mag ihn auch nicht. Gut, mit dieser kleinen Unterhaltung würde ich jetzt aber auch die Folge beenden. Ich glaube, die halbe Stunde, die ich anstrebe, ist ungefähr vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist jetzt wirklich ärgerlich gelaufen mit dem Herz, beziehungsweise, dass es eben ein Portschlüssel war. Hat ja keiner wissen können. Ich meine, da wollte Nate echt das Richtige tun. Okay, wir haben ihn dazu gebracht, das Richtige zu tun. Und dann war es doch genau das Falsche. Das ist ein bisschen unfair, ganz ehrlich. Armer Nate, kein Wunder, dass er immer ein Gauner bleiben möchte. Da will er sich einmal richtig verhalten und, naja, es geht schief. Aber vielleicht wird ja in der nächsten Folge alles besser und wir schaffen es endlich, aus Nate einen aufrichtigen, freundlichen, ehrlichen Menschen zu machen. Der selbstlos helfen möchte, und ich weiß dann zwar nicht, wie er zum zweiten Teil, also zum eigentlich ersten Teil hin, denn wir spielen ja gerade nur das Prequel zum eigentlich ersten Teil, wie er dahin wieder so ein kleines Schlitzohr werden kann, aber egal, in Nate schlägt ein Herz aus Gold. Wir wissen es, er muss es nur auch noch lernen. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, bis wir uns hier wiedersehen oder auch in einem anderen Video vielleicht wiedersehen. Und ich hoffe, ihr geht nicht so sehr an der Hitze ein wie ich gerade. Ich vermisse jetzt schon das ewige Eis. Also, bis dann, ihr Süßen. Bye, bye.